Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Horizon Zero Dawn. Wir sind außerhalb von, naja, dem Nora-Gebiet und haben jetzt als Sucherin das Recht, überall hinzugehen. Wobei bei mir noch die Frage aufgekommen ist, darf ich jetzt eigentlich auch offiziell mit Ausgestoßenen reden? Das dürfen der Stammesmitglieder normalerweise nicht, aber als Sucherin darf ich das? Weil ich meine, vielleicht ist es ja wichtig für das, was meine Mission ist, dass ich mit den Leuten rede. Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Also, wäre es eigentlich gar nicht so abwegig, wenn das erlaubt wäre, oder? So, ich überlege gerade, ob wir jetzt darüber gehen sollen, ins Jagdgebiet und da mal diese Nebenmission machen sollen. Da haben wir ja... hier. Moment. Nee. Steht gar nicht in den Nebenquests. Hä? Ist das eine Hauptquest? Nö. Banditen. Ah, Jagdgebiet. Das ist nochmal extra kategorisiert. Okay. Jagdgebiet. Nora-Jagdgebiet. Entferne Behälter von Grasern. Erledige Maschinen mit Holzstapelfallen. Was sind denn Holzstapelfallen? Okay, ich glaube, da kann man noch was lernen tatsächlich. Also, warum machen wir das jetzt nicht einfach am Anfang mal? Kann ja nicht schaden. Begib dich zum Jagdgebiet. Machen wir mal. Dann rennen wir aber gleich mitten in die Graser rein. Das ist vielleicht auch nicht da, die beste diese Idee, oder? Hergestellt werden, müsste ich einen Weg finden, sie zu überbrücken. Hä? Da, wo diese Maschinen herstellen? Okay. Das heißt, ich kann einen Weg finden, die Graser zu überbrücken, ja? Das wäre schon mal ganz gut. Ja gut, ich muss genau da quer durch. Scheiße. Gehen wir Vollgas durch, Leute? Fuck it. Fuck it. Fuck it, wir gehen durch. Wir gehen einfach durch. Oh mein Gott. Oh, scheiße, sind das viele. Ja, gut. Hi. Oh, nein, weiter. Okay, ich bin da mal weg. Ich bin da hoch, dein Ernst? Oh Gott. Okay, warte, wir klettern. Ich hoffe mal, die schießen mich jetzt nicht mit irgendeinem Laser runter. Komm schon. Oh nein, ich höre sie schon. Oh, scheiße. Uiuiuiui. Und das nachts auch noch. Ja, super. Okay. Finde den Jagdgebiet Hüter. Du bist ein Händler. Auf jeden Fall ist hier ein Feuer. Ich wollte... Egal. Ich sprach mit Kren. Er sagte, dies sei ein Jagdgebiet, um sein Können zu testen. Armer Kren. Nicht der beste Jäger, aber das macht ihm nichts aus. Naja, gut. Hm. Trägst ein Sucherzeichen. Ich dachte schon, die gibt es gar nicht. Du hast tatsächlich die Erlaubnis der Stammmütter, das heilige Land zu verlassen? Ja, aber ich wäre sogar ohne die Erlaubnis gegangen. Wirklich? Dann können wir vielleicht offen reden. Es ist so, ich bin hier für die Kaja. Ich vertrete eine Organisation namens Jägerloge. In Meridian. Wir testen das Können junger Jäger an Orten wie diesem. Du könntest genau die Person sein, die wir suchen. Versuch dich doch mal an den Prüfungen. Doch damit eins klar ist. Ich würde begrüßen, wenn du unsere Unterhaltung geheim hältst. Besonders gegenüber den Stammmüttern. Okay. Was ist die Jägerloge? Eine Gruppe von Jägern, die als Wettkampf die mächtigsten Maschinen vernichten, geführt von den Kaja in Meridian. Du wirst sie treffen, wenn du im Jagdgebiet 3 Halbsonnen erlangst. Aber sei gewarnt, sie mögen keine Nora. Aber sind in unserem Gebiet oder was? Oder jedenfalls sehr nah an unserem Gebiet dran. Ah ja. Erzähl mir von den Prüfungen. Was muss ich denn machen? Die Jägerloge bietet in Jagdgebieten Prüfungen an, bei denen Jäger ihr Talent beweisen können. Was bekommt man, wenn man sie besteht? Den Stolz auf sein Können und Abzeichen, ja, je nachdem, wie gut man war. Hier bieten wir Werkzeugprüfungen an. Was für Werkzeug? Aha. Zur Jagd braucht man nicht nur einen Bogen. Du musst einfach alles Verfügbare einsetzen, sogar deine Umgebung. Das siehst du, sobald du eine Prüfung machst. Ich glaube, da kann ich echt noch was lernen. Das ist gar nicht so schlecht. Okay, was bist du? Du dürftest gar nicht hier sein, oder? Ja. Nein. Mein Freund und ich verließen das heilige Land und kehrten zurück. Den Stammmüttern würde das gar nicht gefallen. Wir sind wahre Jäger. Wir zogen los, um neue Herden und Maschinen zu finden. Und darum wollten wir auch in die Jägerloge. Doch die Kaja hätten keine Nora aufgenommen, also trugen wir Kaja-Kleidung, als wir uns vorstellten. Aha.
Nach einer Weile fühlten wir uns wie zwischen zwei Welten gefangen. Nicht ganz Carja, nicht ganz Nora. Wir vermissten die Heimat. Wir kehrten zurück und haben ein eigenes Jagdgebiet gefunden. Kann das denn gut gehen, okay, ohne die Erlaubnis der Stammmütter? Ich weiß nicht. Doch wir glauben nicht an ihre Regeln. Die Welt da draußen ist groß und es bringt nichts, sie zu ignorieren. Das ist richtig. Oh ja, machen wir doch mal so eine Prüfung. Entscheide dich. Welche Prüfung interessiert dich? Ich erkläre sie dir. Die Holzstapelprüfung, die sollten wir doch machen, oder? Diese Prüfung zeigt, ob du die Umgebung zu deinem Vorteil zu nutzen weißt. Schieße auf die Stämme, damit sie umfallen und den Maschinen schaden. Denk dran, mit der Sprengschleuder kannst du Maschinen erschrecken und sie in die Richtung fliehen lassen. Ich habe keine Sprengschleuder. Ja, super. Das ist natürlich super praktisch jetzt. Heißt es, ohne die Sprengschleuder kann ich das nicht machen? Aber wir probieren es einfach. Ich bin gespannt, wie du dich anstellst. Ich bin soweit. Ich nicht, aber wir werden schon sehen. Okay. Oh shit, das ist eine Stufe 16 Mission. Ah, ja gut. Das hätte mir auch mal vorher einer sagen können. Um sich der Jägerloge zu beweisen, muss Eloy eine Reihe von Maschinenjagden absolvieren. Achso, nee. Nee. Das muss ich nur im Laufe der Zeit machen. Dieses Ding, was ich jetzt gerade ausgewählt habe, braucht keine Stufe 16. Okay. In einem beliebigen Jagdgebiet qualifiziere dich für 3 Halbsonnenbelohnungen. Ja, okay, gut. Das ist jetzt nicht so... Ja, das ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Das machen wir irgendwann mal. Jetzt erstmal erledige Maschinen mit Holzstapel fallen. Prüfung am Seil starten. Okay. Ja, Moment. Ich wollte aber eigentlich vorhin noch speichern hier. Ah, okay, kann ich jetzt nicht mehr. Klasse. Dankeschön. Hat der so eine Sprengschleuder vielleicht? Schleuder. Langsam feuern Schleuder wirft Elementbomben mit großem Wirkungsbereich. Nutzt sich um Ziele in der Elementstelle zu versetzen und sie anfällig für nachfolgenden Angriff zu machen. Kann ich mir nicht leisten. Aber da, Sprengschleuder, die meint er. Diese langsam feuernde Schleuder wirft explosive Bomben mit verschiedenen Auslösermechanismen, die großen Stoß- und Flächenschaden verursachen kann. Das klingt sehr cool. Werde ich mir dann vielleicht mal besorgen. Wobei, wir haben auch hier die Kaya-Schleuder. Oh, Schattenschleuder, what? Diese langsam feuernde Schleuder wirft Elementbomben mit großem Wirkungsbereich nützlich, um Ziele in Elementstufen. Also es ist quasi die aufgerüstete Version der normalen Schleuder. Eine bessere Version der Sprengschleuder gibt es scheinbar nicht, ne? Kaya-Schleuder. Haben wir den Kaya-Scharfschussbogen schon? Nee, ne? Wir haben den normalen Scharfschussbogen. Ja, tatsächlich. Haben wir den normalen. Die Kaya-Schleuder ist auch dasselbe wie Schleuder, nur besser. Das heißt, das hier ist die sehr gute, das hier ist die gute und das andere ist die Schleuder. Ja, okay. Erstmal egal. Und schauen wir doch mal, ob wir das gebacken kriegen. Am Seil startet's, ja? Also hier. Na dann. Ah ja, jetzt läuft ein Timer. Okay. Erledige die Maschinen. In 2 Minuten und dann habe ich... Ja, aber wo sind denn überhaupt die Holzstapel? Ich meine, ich kann die Viecher jetzt einfach so umnieten, aber das ist ja nicht der Sinn und Zweck der Sache. Mit Holzstapeln. Da ist ein Holzstapel-Scheiß. Da, hier sind welche, hier sind welche. Okay. Warte mal, wenn ich darauf schieße, was passiert dann? Hä? Ach, braucht man dafür diese Sprengschleuder? Scheiße! Oh. Ja, da braucht man wahrscheinlich diese Sprengschleuder für. Ja, das ist jetzt natürlich blöd. Ja, klar. Ist ja auch logisch. Warum sollte durch einen normalen Pfeil plötzlich dieser Scheiß hier runterlatschen? Ja, das ist jetzt irgendwie schlecht. Das ist jetzt irgendwie schlecht. Ich meine, dann werde ich jetzt einfach mal per Hand ausschalten. Mal schauen, ob das was bringt. Ob das reicht, aber wahrscheinlich nicht. So, da hast du eine. Da hast du noch einen. Da brennt die Hälfte. So. Zack. Und damit habe ich auch gleich 3 Maschinen tot eigentlich. Lass mich in Ruhe. Du sollst mich in Ruhe lassen. Um dich ging es mir doch gar nicht, du Depp. Mann. Da hast du. Leg die nieder. Nee, die zählen nicht. Alle, die ich damit erledige, zählen nicht. Scheiße. Ja, ist ja logisch gewesen, aber ich kann das halt jetzt noch nicht machen. Das wusste ich ja nicht, dass ich diese Beschleuer dafür brauche.
Oder verstehe ich jetzt irgendwas nicht? Ne, ich glaube, ich kann das einfach noch nicht. Oder zählen nur die Grase. Aber die kann ich noch nicht ausschalten. Zack, einer weg. Oh, voll ins Auge. Wie er nur da steht und guckt. Hey, was ist mit ihm los? Kommt er hoch? Er kommt hoch. Fuck, verfehlt. Da hast du. Nee, die zählen nicht. Ja, scheiße, super. Was mache ich jetzt? Graserlinse, ja, okay, schön. Sehr gut, sehr schön und gut, aber es hilft mir absolut überhaupt nicht jetzt, ne? Kann ich es irgendwie beenden? Nö. Ja, wie beende ich die Mission? Ich kann die nicht schaffen. Muss ich warten, bis die Zeit abläuft oder was? Ah, nee, warte, hier ist so ein Holzstapel-Gedöns. Oh Mann, ja komm! Das erklärt mir doch keiner. Ach, ihr seid doch ein paar Arschgeigen. Ganz im Ernst, was ist los mit euch? Dreck. WTF? Wie mir das keiner erklärt hat, welche Holzstapel es sind. Ja, schön. Ist das auch so ein Holzstapel-Gedöns? Nö. Ja, wo sind denn noch welche, die ich benutzen kann? Weil die hier kann ich ja nicht benutzen, ne? Nö. Hä, wie dumm. Also, Jungs, abbauen. Oh. Autsch. Leg die nieder. Ah ja, komm, das ist ja super dumm. Mit Holzstapel. Ah, hier sind die. Ja, ich sehe die halt nicht, Alter. WTF? Wie dumm. Sind da auch welche? Kann man die orten überhaupt? Wahrscheinlich nicht. Ey, wie ätzend, Alter. Ja, toll. Ich muss auch ausreichend Nacht sein für diese scheiß Mission. Ah. Ja, ach, hier überall an den Klippen sind die. Ja, super. Ey, weißt du, ich sehe halt irgendwelche Holzstapel und denke halt, die sind gemeint. Ja, am Arsch. So, Jungs, kommt mal mit. Kommt mal mit. Hey, ihr lauft in die falsche Richtung. Was ist mit euch? Komm schon. Jawohl. Ja, das war einer. Perfekt. Ja, das wird nicht mehr gut. Wo geht denn ihr jetzt hin? Da ist doch nichts. Was macht ihr da? Hallo, weg da mit euch. Warte mal, den können wir ganz kurz mitnehmen. So. Jungs, abhauen. Nein, nicht nach da oben. Da ist doch nichts. Oh, man. Oder? Ist da was? Ne, da ist nichts. Ne, macht euch mal wieder runter in die Schlucht da. Doch, oder? Ne. Das ist nur was zum Klettern. Och, Mädels. Ah! Oh, ja, gut, da war doch was. Moment. Okay, hi. Hi, okay. Hast mich nicht erwischt. Aber ich dich. Ciao. Ich weiß, es zählt nicht, wenn ich die so umlege. Aber ich meine, wenn der auf mich zukommt, was soll ich machen? So, okay, warte. Trifft es den? Nö. Jetzt habe ich ihre Aufmerksamkeit. Doch. Kommt ihr jetzt hier rüber? Ja, kommen sie. Nee, doch nicht. Schade. Wäre auch zu einfach gewesen. Ja, kacke. Wir müssen weiter in die andere Richtung, Jungs. Wir müssen weiter in die andere Richtung. Hier, mir hinterher. Mitkommen. Jawohl. Weiter. Hier rüber. Was ist schief mit euch? Hä? Oh, die Mission ist ja voll dumm, Alter. Das fuckt ja mega ab. Ich weiß nicht, ob es mit dieser Schleuder vielleicht einfacher wäre, aber ich hab die halt nicht. Ja, komm mit. Du Arsch. Wow, 20 Minuten ist die nächste Mission. Ja, come on, Alter. Das ist doch für'n Arsch. Das ist doch voll für'n Arsch. Komm jetzt rüber, Alter. Oh, der ist zu langsam. Okay, hat gereicht. Danke. Ganz ehrlich, ehe ich diese scheiß Holzdinger da gefunden habe, habe ich die Dinger 10-mal per Hand umgenietet. WTF, das ist ja komplett dumm. Jetzt habe ich noch diese eine Falle hier. Wo sind denn die jetzt alle? Ah, da hinten. Hey, Kollegen. Ja, toll. Ah, warte, da ist ja auch noch dieses eine Ding. Vielleicht kann ich die irgendwie hier mit anlocken. Komm mal rüber.
Hey, Brudi. Hier. Hier. Hallo. 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 Bist du blöd? Hier rüber sollst du kommen. Was ist denn schief bei dir? Alter. Komm, verreck. Komm mit jetzt. Mann. Hier runter. Ja? Nein, hä, wo willst du denn hin? Alter, was ist denn schief bei dir? Manchmal flüchten die, manchmal greifen die an. Ich verstehe das nicht. Jetzt flüchtet er wieder. Aber, ja, richtig, richtig, richtig. Nein, falsch. Oh Gott, was ist das für eine Mission? Ah, ja, komm hier rüber, komm hier rüber. Ja. Nein, er ist schon vorbeigelaufen. Ja, toll. Ey, mache ich hier irgendwas falsch? Oder liegt es wirklich einfach nur daran, dass ich diese scheiß Schleuder nicht habe? Ist ja mega ätzend. Ja, der ist schon wieder vorbei, der Arsch. Oh, wow, ja, fuck. Oh mein Gott, was eine Scheißmission. Ey, Digga, ist die Kacke. Boah, ich konnte ausrasten hier. Darf ich die neu starten? Oh, ich darf sie neu starten, danke. Okay, Leute, jetzt wissen wir ja, wie es geht. Die Mission ist trotzdem Kacke. Holy fuck. Wird auch nicht richtig erklärt, welche Holzstapel das sind. Ich meine, guck mal, als allererstes sieht man halt diese Holzstapel hier. Ich meine, come on. Was ist das? So. Okay, wie kriege ich die jetzt hier rüber gelockt? Weil da, wo die jetzt gerade stehen, da sind halt einfach keine Holzstapel. So, es hilft mir halt kein Stück. Ich würde die also ganz gerne hier rüber haben. Jetzt kommen die hier rüber? Nö, jetzt flüchten die. Okay, dann flüchten sie halt. Ja, der greift mich an, weil das ist ein Wächter. Das ist der Unterschied. Der Wächter greift an, die Graser flüchten. Okay, komm rüber. Ja, toll. Hat ja gut funktioniert. Hat ja sehr gut funktioniert. Bravo. Klasse. Aua. Jetzt aber. Komm schon. Bleib stehen. Jawoll. Okay, einen haben wir. Okay, wo ist der Rest gerade? Da unten. Oh, das ist gut. Anschleichen. Weil genau hier ist auch so ein Holzding, oder? Nee, das ist kein... Ja, was ist das überhaupt? Ach, keine Ahnung. Ja, ist egal, hier ist jetzt gerade eh nichts in der Nähe. Dann kann ich die ruhig weiter wegscheuchen. Komm, kusch. Weg da. Abhauen. Kusch. So. Wo sind die nächsten? Da oben ist gleich einer. Das wissen wir ja jetzt. Weiter. Hau ab. Ah! Oh, da sind auch welche. Dammit, die hab ich nicht gesehen. Oder wusste ich nicht. Okay. Jetzt vorsichtig. Mal schauen, weil jetzt könnten die irgendwo stehen, wo es vielleicht was gibt. So, in 2 Minuten werden wir es nicht schaffen, aber in 5 vielleicht. Ey, die stehen immer super scheiße. Da ist doch nirgends was. Was wollt ihr denn, Jungs? Bewegt euren Arsch. Abhauen. Kusch, weg. Los. Auf jetzt, bewegt euch mal. Was ist los mit euch Vögeln? Die Viecher, ey. Die machen mich wahnsinnig. Meine Fresse. Oh. Das ist echt eine Scheißmission, Alter. Ich hab noch andere Munition. Ja, was für keine Munition, Alter. Oh. Klasse. Toll, sind die alle schon wieder vorbeigerannt. Moment. Ducken. Nein, haut nicht ab. Nein. Ach, die habe ich hier schon ausgelöst, die beiden Fallen, ist egal. Oh. Jetzt jagt man die hier echt die ganze Zeit im Kreis, bis man sie irgendwann treffen kann. Ist das euer Ernst? Oh, hi. Oh, Mann, Alter. Nee, das bringt nichts. Die sind alle schon vorbei. Oh, warte, der eine steht noch. Bleib stehen! Du Arsch! Ey, come on! Ist hier irgendwas? Nö. Hier ist halt auch nichts. Ja. Wollte ich eh schon die ganze Zeit mal ausprobieren. Funktioniert gut auf jeden Fall. Bringt mir halt nur nichts. Verdammte Axt.
Ja, nee, wir müssen die weiterjagen. Weg da. Und jetzt das da oben auslösen. Nee, da laufen sie nicht lang. Toll. Klasse. Doch, der eine ist reingelaufen. Ja, der Idiot ist reingelaufen. Geil. Haben wir noch einen hier? Nee. Aber da hinten, da hinten. Shit. Hä, hey, lol. Komm schon. Ja! Danke. Oh. Wat ne Scheiß-Mission, Alter. Ernsthaft, ich hätte die 10-mal schneller einfach per Hand ausgeschaltet. Und 10-mal sicherer auch. Was zur Hölle? Warum sollte ich diese Scheiß-Umgebung nutzen, Alter? Das ist 10-mal komplizierter. Also ich meine, klar, wenn die jetzt zufälligerweise irgendwo gestanden hätten, wo so ein Holzstapel war, dann natürlich, dann kann man es nutzen, dann geht es schneller. Aber wenn ich die immer erst dahin jagen muss und dann hoffen muss, dass die passend stehen bleiben, beziehungsweise dass ich es halt gerade passend erwische, dann WTF. Dann ist es 10-mal einfacher, die einfach per Hand auszuschalten. Eine Vollsonne ersten Versuch. Wenn du schneller wirst, gewinnst du eine Glutsonne. Okay, schön. Was auch immer eine Glutsonne ist, Alter. Nee, ich bin weg. Ich muss gehen. Ja. Komm wieder, wenn du willst. Ja, nee. Holy fuck. Oh, Mann. Das, brauche ich so schnell erstmal nicht nochmal. Also Leute, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob das mit der Sprengschleuder besser gewesen wäre vielleicht. Ob man dann noch irgendwie hätte mehr machen können oder so, aber... Boah. Ne, also das war jetzt schon eher ätzend. Um das mal so zusammenzufassen. Eher ätzend. Egal. Wir haben ein Level-Upgrade bekommen. Das ist doch in Ordnung. Soll auch erstmal reichen. Ja, ich meine, guck mal, die stehen da einfach so rum. Und anstatt, dass ich jetzt einfach reinrenne, würde ich halt einfach den hier nehmen, Feuerpfeile ausrüsten, zack, dem einen reinzimmern, zack, der würde explodieren, würde den Rest direkt mit anzünden. Problem gelöst. So, siehst du? Wäre 10-mal einfacher. Guckt euch das doch mal an. Da. Das wäre so viel einfacher, als die immer zu irgendeiner Scheiße hinzujagen. Da, guck mal, ich habe 4 Stück einfach gerade kalt gemacht, mit 3-4 Pfeilen. Warum sollte ich das mit scheiß Holzstapeln machen, wenn ich es auch so machen kann? Ich verstehe es halt nicht. Ich meine, es ist schön, dass es geht, aber es ist halt sackedumm so. Warum sollte ich das machen? Ich habe keine Grase in diesem Platz mehr, lol. Es ist halt, also wirklich. Das ist so eine Sache. Schön, dass es geht, aber lass mal nicht machen, Leute. Lass einfach mal nicht machen. So. Aber wir halten auf jeden Fall fest, Graser mögen Feuer nicht. Gut, ich würde jetzt dann ganz gerne doch mal Richtung Hauptmission weiterreiten. Oh man, Alter. Auf, gib ihm. Das ist der Bandit da, das machen wir auch irgendwann mal vielleicht. Was? Hä? Was denn? Wo denn? Das muss Teufelslust sein. Eine Stadt der Alten. Aus der Metallwelt. Oh. Das ist dann wahrscheinlich für die andere Hauptmission, die wir gerade noch haben. Okay. Das Signal. Wo kommt das her? Ich hab's doch schon geortet, aber wir ignorieren das erstmal. Langhals-Teufelsdurst. Was? Ach, was Neues. Untersuche das Signal. Okay. Ja, ich möchte jetzt erstmal die andere Hauptmission dann machen. Langhals. Das ist dieses Riesenvieh, was wir im letzten Part da rumlaufen haben, oder? Rumlaufen sehen haben. Oder so. Und das hier ist doch noch Nora-Gebiet. Okay. Also wir sind noch nicht raus aus dem Nora-Gebiet. Oh, warte, ich laufe in die falsche Richtung. Ups. Ja gut, aber will ich zum Dorf vielleicht erstmal? Eigentlich will ich erstmal zu dem Dorf. Wir gucken uns das Dorf mal kurz an, Leute. Man muss ja auch die Weltkarte kennenlernen, ne? Und was haben wir denn da? Na, Jungs. Wieso? Was heißt denn dieses Zeichen immer? Heißt das, die haben Angst vor mir oder was heißt das? Vielleicht, weil ich mit einem Läufer angeritten komme? Wahrscheinlich, oder? Die haben wahrscheinlich Angst vor dem Läufer. Und ansonsten würde es irgendwie keinen Sinn ergeben, dass die da mit so einem Zeichen auf den Kopf wegrennen, sobald ich komme. Macht der das auch? Nö, der macht das nicht. Er ist bei Großmutter sicher. Was immer mir auch geschieht, er wird in Sicherheit sein. Ah ja. Ist das so. Keine Ahnung. Oh, hier ist noch eine neue Quest irgendwo. Ah, im Dorf. Ja gut, da gehe ich jetzt eh gerade hoch. Passt ja. Ah, ist ja alles gut.
Kann der Läufer da hochsteigen? Oder ist es dem zu hoch? Zu steil? Nö, der packt es. Der packt es ganz easy. Stark. Hi. Okay, ja, du hast denselben Scheiß, den ich mir nicht leisten kann. Weil ich viel zu wenig Geld habe. Warte mal, ich kann einfach mal Dinge verkaufen, lol. Graserlinsen hatte ich doch jede Menge. Davon hatte ich eh keinen Platz mehr. Wo sind denn die? Oder waren das Läufer, die ich gerade kalt gemacht habe? Ja, ich war das Graser. Sägezahnherz, ui. Davon habe ich nur eins, das will ich erstmal behalten. Zünder. Davon kriegt man immer wieder. Kann ich irgendwie... Ah ja, mehrere verkaufen. Wunderbar. Genau das habe ich gesucht. So, auch mal raus den Scheiß. Für was braucht man Zünder? Vielleicht hätte ich das erst nachgucken sollen. Damit. Egal, Kühlsaft können wir auch mal ein bisschen was verkaufen. So. Bearbeiteter Metallblock. Ja, aber hatten wir nicht irgendwie... eine Graserlinse oder sowas? Eigentlich dachte ich schon. Aber scheinbar nicht. Hm. Naja, was auch immer. Wir können theoretisch auch Modifikationen verkaufen. Ich weiß noch nicht, ob ich das will. Wahrscheinlich eher nicht. Sprengfalle. Ich weiß nicht, was man davon verkaufen sollte und was nicht, Leute. Ich weiß nicht, ob man den Scheiß halt später für irgendwas Wichtiges braucht. Lohe. Davon haben wir 50 Stück. Ja, ich glaube, davon können wir mal ein bisschen was verkaufen. So. Also das, wovon wir viel haben, haue ich jetzt einfach mal ein bisschen raus. Da, guck mal, hier Reinholz, da habe ich ja ewig viel... Ah, das kann man nicht verkaufen, scheiße. Deswegen kann man das auch nicht verkaufen, weil ich da so viel von habe. Okay. Metallgefäß. Bringt immerhin 26, hauen wir mal eins raus. Davon habe ich 3... Ach nee, das habe ich ja schon verkauft, richtig. Wüstenglas, komm, komm, mal ein bisschen raushauen. Kapazität von 29 von 30 steht da unten links. Was heißt denn das? Kann ich dem nur noch eine Sache verkaufen und nachher macht er dicht oder was? Nö. Keine Ahnung. Kühlsaft. Keine Ahnung, habe ich 14 Stück von. Kann man auch mal ein bisschen was zum Verkaufen. So. Ja, okay. Jetzt habe ich wenigstens noch ein bisschen Geld. Das heißt, ich könnte mir jetzt die Sprengschleuder leisten. Bin mir nicht sicher, ob ich das will. Großen Stoß und Flächenschaden. Ja, wäre schon ganz cool, aber brauche ich halt eigentlich nicht unbedingt, ne? Vielleicht spare ich aber direkt für die Schattenschleuder. Oder den Kaja-Scharfschussbogen könnte ich mir holen. Könnte den alten Bogen verkaufen, ne? Theoretisch. Den hier. Ja, 25, toll. Und die Modifikation kriege ich halt nicht mehr raus, ne? Könnte den verkaufen und könnte wahrscheinlich den Kaja-Bogen holen. Aber wo ist der besser? Ist der besser? Keine Ahnung. Oh, für die Schattenschleuder braucht man ein Kristallgeflecht. Davon habe ich nichts. Ja, keine Ahnung. Was weiß ich. Werden wir schon irgendwie hinkriegen. Ich weiß nicht genau, was man diese ganzen Materialien braucht, aber irgendwas kann man damit machen. So, irgendwo ja halt doch hier eine Nebenquest. Ah, da. Im Klohäuschen. Na. Oh. Dieser Krieger. Klingt, als hätte er Schmerzen. Ja. Was? Ich höre nix. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er stirbt. Ich habe schon Sterbende gesehen. Aber nie unter solchen Schmerzen. Ich will stark sein wie du. Aber... ich kann ihm gar nicht helfen. Ich habe nicht mal Traumweide für seine Schmerzen. In Lagern an Kriegspfaden östlich müsste welche sein, aber... ich muss bei diesem Mann wachen. Könntest du vielleicht in den Lagern nachsehen? Schon etwas davon würde den Schmerz lindern. Das war auch so eine Frage. Woher weiß er eigentlich, wer ich bin und dass ich so stark bin? Du hast gesagt, du wärst gern stark wie ich. Du weißt also, wer ich bin? Tu ich. Ich weiß, viele wollten dich bei der Erprobung nicht. Aber ohne dich wären alle gestorben. Jupp. So viel wissen wir also. Gebraucht wurde die Person, die der Stamm nicht wollte. Ich würde mir gern deinen Mut borgen. Für ihn. Du musst nichts borgen, was du schon besitzt. Ich hoffe es.
Endlich mal, die es verstanden hat. Das ist doch schön. Wie wurde der Mann in deiner Obhut verletzt? Er gehörte zum Kriegstrupp und wurde unten am Grat verletzt. Er war zu schwach für die Reise nach Mutterherz. Ah, deswegen ist er hier Darum geblieben. Warum machen sie ihn her? Ich soll ihn trösten, doch ich kann ihm nur zuflüstern. Ihn ans Lächeln seiner Mutter erinnern. Konntest du den Hinterhalt sehen? Hören? Explosionen und Schreie und das Geheul von Maschinen wie Monster. Davon stöhnt und murmelt er dauernd. Albtraummaschinen, die jeden in Stücke reißen. Könnte ich ihm nur helfen, all das zu vergessen und in Frieden zur Urmutter zu gehen? Jo. Stimmt, warum eigentlich zu ihr? Ist sie eine Heilerin oder warum ist sie jetzt für ihn verantwortlich? Du bist jung für eine Heilerin, nicht wahr? Ja. Ich lerne noch die Grundlagen. Ah, okay. Alle wahren Heiler werden in Mutterherz gebraucht. Außerdem gibt es für diesen Krieger keine Heilung. Was er braucht, ist jemand, der ihm beisteht. Und das kann ich tun. Klasse. Sag nochmal, was du brauchst. Traumweide. Ein Öl aus der Rinde der Wasserweide, das Schlaf bringt und Schmerz betäubt. Ich habe nichts mehr. Aber Jäger haben Lager an Kriegerpfaden, wo Tiere und Maschinen nicht herankommen. In Lagern an Kriegerpfaden im Osten müsste noch welche sein. Dann würde ich mir das besorgen, ne? Ich suche in den Lagern nach Traumweide, wenn ich es schaffe. Wirklich? Danke. Ich möchte doch nur das Leid dieses Mannes lindern. Okay. Der hier, ja. Üble Sache. Üble Sache. Warte, jetzt noch eine Nebenmission? Tatsächlich. WTF. Als ob. Tatsächlich, hier. Und bitte um Kraft und Erkenntnis. Na, was geht bei dir? Du bist Aloy, nicht wahr? Es heißt, man hätte dich zur Sucherin mit Wegrecht aus dem Heiligen Land gemacht. Ja. Absolut. Um die Mörder von der Erprobung zu finden. Ich kann mir nicht vorstellen, Umutters Schutz zu verlassen. Aber meine Schwester Nakoa ist wie du. Furchtlos. Sie sucht im Norden nach dem Kaja-Offizier Said, einem Hauptmann der Roten Raubzüge. Er ist gefährlich. Ich bin sehr besorgt um sie. Okay. Warte mal, sie sucht im Norden, also auch außerhalb von dem Heiligen Land, ja? Ist ja auch eine Sucherin. Haben die Stammmütter Nakoa wirklich erlaubt zu gehen? Nein. Sie weigerten sich. Doch sie ließ sich nicht abhalten, Said zu verfolgen. Er hat unseren Vater bei den Raubzügen ermordet. Nakoa sah es mit an. Versteckte sich im Keller und zwang sich zuzusehen. Es veränderte sie. Ja gut, aber das heißt jetzt, wenn sie wiederkommt, dann wird sie doch locker direkt ausgestoßen, oder? Während der roten Raubzüge im Becken. Wie war es hier draußen? 10 Jahre lang griffen die Kaja ohne Vorwarnung an. Teufel wie Said schlachteten Krieger ab und entführten Zivilisten für Blutopfer. Es endete, als der verrückte Sonnenkönig starb. Laut den Stammmüttern will sein Sohn alles bereinigen. Aber das reichte Nakoa nicht. Nachvollziehbar. Das heißt aber auch von den... Die gehören hier alle schon zum Nora-Stamm dazu, aber sie sind irgendwie nicht im Becken drin. Warum eigentlich? Warum sind die so ausgelagert hier? Weil hier sind sie ja viel unsicherer eigentlich. Du hättest mit ihr gehen können. Das heilige Land verlassen und Urmutters ewiges Gedächtnis verlieren? Nein. Ich flehte Nakoa an zu bleiben, um diesem Schicksal zu entgehen. Sie sagte, es sei ihr egal. Keine Ahnung. Ist sie wirklich verflucht, wenn sie unseren Vater rächt? Das wäre grausam. Na dann schauen wir doch mal. Ich kann ja gehen, wo ich will, hingehen, wo ich will. Ich weiß, die Stammmütter lassen sie nicht zurück ins heilige Land, aber ich muss wissen, dass es ihr gut geht. Sie muss durch Mutterkrone gekommen sein. Meine Tante Solai lebt dort. Vielleicht weiß sie etwas. Und hat mehr Hinweise für dich.
Gut. Schauen wir dann auch irgendwann mal. Ja, das ist eh noch ein bisschen zu viel für uns. Das hier könnten wir machen auf jeden Fall. Das hier ist immer noch ein bisschen arg übertrieben. Zeig mir das mal auf der Karte. Wo ist denn das? Das ist eine ganz andere Richtung als da, wo ich eigentlich bin. Hin will. Scheiße. Von da kam ich. Ah, und da ist der Langhals, den wir finden sollen. Ja. Okay. Ja, egal. Wir machen diese Nebenquest jetzt erstmal nicht, würde ich vorschlagen. Und gehen erstmal weiter hier Richtung Schlachtfeld. Urmutter, ja. Ich fühle mich jetzt immer mega scheiße, wenn ich so 10 Milliarden Quests offen habe. Und die alle eigentlich so gestellt sind nach dem Motto, es muss schnell gehen. Und ich lasse die einfach so 30 Jahre liegen. Aber ich glaube, das ist in solchen Spielen einfach egal. Ich glaube, das muss so sein. Von daher passt schon. Styler, Alter. Noch schnell übers Feuer gejumpt. Sau gut. Ich mag den Kerl, den wir hier dabei haben. Wow! Ja, das Spiel ist abgestürzt, während ich gespeichert habe. Cool. Jetzt kann ich also entweder hoffen, dass es gespeichert hat. Oder es hat halt nicht gespeichert. Ist egal. Ich wollte den Part an dieser Stelle eh beenden. Von daher machen wir das jetzt einfach, Leute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst gerne einen Daumen hoch, wenn euch der Part gefallen hat. Schreibt mal in die Kommentare, wie ich das mit den Nebenquests machen soll, dass ich die wenigstens alle annehme, aber dann halt irgendwie mache, wenn es gerade passt oder so. Dadurch wird natürlich die Karte und das ganze Questmenü irgendwann richtig zugemüllt, weil halt jeder Scheiß da drin steht. Aber ja, wir müssen sie ja, also was heißt, nee, wir müssen nicht, aber wir können sie ja einfach annehmen und müssen sie ja dann nicht machen, von daher. Ja, wie gesagt, haut das mal in die Kommentare. Ansonsten Daumen hoch, wenn euch der Part gefallen hat, ein Abo da lassen, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.